So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Gwent Challenge, der Carfus Fraktionsherausforderung, mit unserem letzten. For the Motherland! Wir haben gerade einen Twitch-Follow reinbekommen. Ich weiß aber nicht von wem, ich habe nur den Sound gehört. Und ihr wahrscheinlich auch. Oder Owok hat gerade ganz laut geschrien: For the Motherland, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Vielen Dank, wer auch immer da gesagt hallo. Hat. Ja, man kann es ja. Auch leider gerade nicht sehen. Aber ja, unser letzter Herausforderer ist Overwalk höchstpersönlich. Jawohl. Der auch mal gedacht hat, so am Ende, oh, ich will auch noch mal. Und sogar, das ist das Lustige, Overwalk kam erst relativ spät dran, als Al'Zur schon im Spiel war. Das heißt, wir sehen hier in seiner Squirtle-Deck-Liste, er spielt mit Al'Zur. Ja. Ja, sehr gut. Die Begeisterung, ja. Ja, ich habe mir gedacht, Al'Zur war da gerade neu, relativ neu. Und da das alles so ein bisschen Fun ist, ne, habe ich mir gedacht, machen wir mal eine richtig schöne Fun-Karte rein. Al'Zur. Und das Squirtle-Deck hat auch sehr viele Zauber drin, die auch etwas teurer sind. Ja, mit Gord auch, ne? Ja, bietet sich ja an, durchaus. Und so eine richtig guten Karten wie Beckers Zerspiegel dürfen nicht fehlen, habe ich mir gedacht. Können sogar ganz gut funktionieren. Ich meine, bei Monstern, wenn da sich irgendwas hochfrisst, kann Beckers schon nicht so verkehrt sein. Ne? Das stimmt. Und ja, ich habe mir gedacht, kann man machen. Das andere Deck ist ein Piraten-Skellige Deck. Ja. Bei Al'Zur wollen wir tatsächlich auch erst einmal überlegen, ob wir den zulassen, weil viele haben jetzt schon gespielt, ohne ihn zu benutzen. Aber dann sind wir so zum Schluss gekommen, es ist nur Overwalk. Da kann man auch einen Al'Zur erlauben. Nein. Netto wieder. Ich war mir immer freuen. Oh, das war heute im Stream so peinlich. Da habe ich so einen bösen Witz über Schalke gemacht, aber Schalke im Twitch-Chat. Oh, shit. Er ist nie, weißt du, wenn du Schalke lobst, ist er nie da, aber sagst du einmal was Schlimmes, dann ist Schalke natürlich sofort im Twitch-Chat. Nee. Aber wir haben tatsächlich erst überlegt, so wie sieht es mit Al'Zur aus? Wir haben Al'Zur halt quasi nicht getestet. Ne? Er ist halt quasi erst neu dazugekommen. Ist er zu stark für das Meme-Format gewesen? War er für das Meme-Format eigentlich in Ordnung? Und wir haben uns jetzt mal entschieden, dass Overwalk diese Karte im Meme-Format spielen durfte, einfach testen durfte, weil wir, ich habe ja gesagt, ich fand ihn immer als Meme-Karte, also warum nicht? Genau. Bringt vielleicht ein bisschen Abwechslung in die Spielerei. So ist es. Und ich würde sagen, starten wir gleich mal ins erste Spiel. Du forderst übrigens die Monster her. Warum forderst du die Monster heraus? Ach so, das fragst du mich jetzt. Ja, ich habe mir gedacht, die haben einfach keinen Angriff. Und ich hasse nichts mehr, als wenn meine Engines kaputt gemacht werden. Also deswegen. Das heißt, Al'Zur kann nicht kaputt gemacht werden, darum Monster. Genau, richtig. So ein guter Plan, oder nicht? Ja, ich meine, wir gucken mal, wie es funktioniert hat. Wir gehen mal in die erste Runde. Weißt du noch, wer angefangen hat, das erste Game? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Das ist halt. Also Overwalk war auch wirklich der letzte Herausforderer. Eigentlich müsste es das kürzeste Spiel sein. Aber dadurch, dass wir noch so lange gebraucht haben, ja, weiß ich es halt auch nicht mehr. Okay. Ich würde sagen, wir gehen in die erste Runde mit deinen Decks gegen die Monster. Ich bin gespannt. Jetzt mal Nilfgaard genommen. Genau. Okay, los geht's. Der 3D-Kartenrücken macht mich fertig, ey. So. Ja. Endlich geht's los. Juhu. Wir spielen gegen Al'Zur. Mit Al'Zur in einem Al'Zur-Deck. Ja, das ist Al'Zurception. Das ist irgendwie ein bisschen magisch. Oh. Aber ja, ich muss wieder anfangen, war ja wieder klar. Ja, sicher. Ja. Aber es ist ja gar nicht so gut, oder? Im Nachhinein, weil du spielst Monster und das ist ja ganz gut für dich, dass du anfängst.
Ansichtssache. Eigentlich würde ich mit Monstern eher den Redcoin bevorzugen, dass du schön Druck machen kannst. Und dann auf Even zu gewinnen und dann pushen und Azur rauskriegen. Okay. Also beides Vor- und Nachteile, ne? Aber wir haben eine relativ gute Starthand, muss ich sagen. Ja, finde ich ganz also, toll. Ja, es ist jetzt auch mal schön, aus deiner Sicht zu sehen. Also meine Starthand, die kann sich schon sehen lassen, ne? Wir fangen mal direkt mit dem Nebling hier an. Ich glaube, da habe ich mir gedacht, was, er holt da mit dem Nebling raus? Ich meine, die Pest Maiden haben wir ja schon auf der Hand, ne? Ja, ich könnte Goliath könnte ich natürlich auch noch raustun, aber Goliath werde ich natürlich in der ersten Runde als Opener benutzen. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Ja, doch. Gut. Nein. Da kannst du da schöne Sachen rausholen. Wie zum Beispiel Azur. Blood! Ja. Xavier Morin fängt da sogar an. Ich glaube, es hätte auch. Übrigens, jetzt haben wir. Ja. Jetzt haben wir wieder die Geschichte mit Pestmain und Hitzewelle. Mal gucken, ob ich es auch schaffe. Ich weiß es gar nicht. Die ist jedes Mal durch Hitzewelle draufgegangen. Also beim Mist spiele ich in dem Deck auch einen Verteidiger hier. Können wir aber glauben. Geil. Ja, und dann kommt schon dieser dumme Zwerg, der mir den ganzen Einser wegschießen will. Ja, natürlich. Der Plan. Das ist der Weg. Das ist nicht schön. Warum spielst du diesen Zwerg? Warum? Warum genau diesen Zwerg? Ja, er muss einfach in das Deck, weil das ist einfach Synergie mit der Anführerfähigkeit, ne? Ja. Synergie pur. Bergarbeiter auch noch. Ich meine, wir haben sowieso nicht so viel Angriff, von daher kümmert mich die Rüstung hier bei Monstern eigentlich auch gar nicht so. Nimmt auch noch die hintere weg. So. Also die Chance ist hoch, dass ich eine Einser treffe, sagen wir mal so, jetzt auf jeden Fall. Ja. Nur, dass du genau die Einser triffst, war jetzt nicht unbedingt so hoch. Weil das war die Einser, die ich eigentlich nächste Runde mit meinem Krabbspinn-Ungetüm hochbuffen wollte. Mit. Das wäre nämlich perfekt aufgegangen. Jetzt Krabbspinn-Ungetüm in die hintere Reihe, boom, alle hochboosten. Win. Win. Und da ist also. Oh! Jetzt schon, erste Runde. Was habe ich mir dabei gedacht? Das ist ja stark. Ja, das frage ich mich auch, weil ich gehe jetzt einfach raus. Das ist ein dicker Alsur. Ich bin so blöd. Ich spiele ja nicht gegen Alsur. Ich meine, er kann halt relativ übel werden. Ne? Ich glaube, du hast sogar jetzt nochmal herausgefordert, was du unbedingt rausgeholt hast. Ich meine, glaube jetzt, ja, du hast so Niromantil gespielt, hast sogar die Speerspitze bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Damals ging das noch, ja. Die wurde jetzt auch mittlerweile genervt, ja. Die kannst du jetzt nicht mehr kriegen. Also die wurde gebufft und er wurde genervt dadurch, ja. Genau. Also Niro wurde genervt, ne? Du kriegst ja die Speerspitze raus. Ja, aber besser ist mit Azur auch nicht wirklich geworden. Das ist. Why? Vergangenheitswalk, warum? Vergangenheitswalk, warum hast du das gemacht? Warum hast du jetzt den Azur gespielt? Ja. Also gegen Azur bin ich halt rausgegangen, weil Azur kann halt echt übel werden, ne? Er hat schon mal ein paar Punkte. Und ob ich jetzt lange oder kurze Runde spiele, ist mir eigentlich relativ egal. Mhm. Das noch nach? Eigentlich so eine perfekte Hand, ne? Das ist sehr, so, ja, ich meine, so gut habe ich, glaube ich, noch nie gegen Monstern gezogen. Ja, Gott sei Dank hast du es. Triss ist natürlich nur so ein hohes Risiko, weil die wird mir wahrscheinlich keinen Knochentalisman geben, wenn wir beide sehr viele Zauber im Deck drin haben. Ja, das stimmt. Und das ist auch schon einfach mal den Feuerwerk. Ja. Oh, jetzt kann ich Kaiser Zweier treffen. Warum hast du den Feuerwerk? Du hast keine Stärkereinheit mehr im Deck drin, das meine ich, das macht schon Sinn. Aber es ist trotzdem gut, dass du einen Feuerwerk herausholst. Das ist schon ziemlich peinlich, ey. Aber selbst wenn du eine Einser triffst, verlierst du ja nicht wirklich mehr, ne? Ich mach einfach nichts an Punkten dann. Jetzt kommt wieder dieser dumme Zwergenberserker. Ich nehme dir alle Einser weg. Hier, guckst die an. Da, zack. Aber habe ich mir gedacht, okay. Okay, du willst die kurze Runde? Du willst pushen?
Sicher, ja. Gegen Monster muss man das doch, oder nicht? Ja, dann hab ich mir so gedacht, ja, okay, ich habe jetzt zwei Optionen. Ich spiele Lass die aus, fress meine ganzen Einser. Oder aber, ich mache ein bisschen meine Anführerfähigkeit, aber auch so, dass das Krabbeln ungetüm passt und du verhinderst, dass du mir die ganzen Karten wegschießt. Shit, habe ich mir gedacht, in der Moment wahrscheinlich. Das spielt ja auch leider kein Zerfetzen. Nee, leider nicht. Ist ja kein Zauber. Aber hast du gedacht, okay, dann mich halt die Große weg. Ja, jetzt merkt man halt schon so. Pest Maiden. Ich glaube, die kommt nicht durch. Ich verhalten. Ja, hast du was gegen die? Habe ich es nicht gezogen. Doch, du müsstest eigentlich die Hitzewelle haben, oder? Warum denn? Gibt doch keinen Grund. Ich habe noch eine Oniromantie. Ja. Für eine Hitzewelle. Ja, ich glaube, du überlegst gerade so. Wie kommst du denn da drauf? Nimmst erstmal eine Zweier weg. Okay, kriegst trotzdem weniger Schaden. Ja. Da ist die Oniromantie. Da ist die jetzt Hitzewelle. Keinen Shit machen. Es ist so unglaublich, die stirbt jedes Mal durch diese Hitzewelle. Das ist gerade großartig, ey. Das ist so doof. Aber wir liegen von den Punkten halt noch so weit vorne, sage ich mal. Also, was ist so weit? Wir liegen nicht vorne, aber du hast trotzdem einen relativ schlechten Push hingekriegt, weil wir liegen einen Punkt zurück, haben aber noch zwei Karten mehr. Da kann ich jetzt einfach sagen, so, ich hau einen Knochentalus mal raus, ich kann doch hier eine voraushauen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier eine voraushaue. Wahrscheinlich, weil du immer noch die Gerechtigkeit hattest. Ich glaube ja. Oder hast du ohne Gerechtigkeit gespielt? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, du konntest noch relativ viele Karten mit einmal beschwören. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, die reicht jetzt erstmal aus. Knochentalisman habe ich für nächste Runde. Da will ich sowieso vielleicht den Glasti dann benutzen. Die Gerechtigkeit hatte ich gar nicht im Deck tatsächlich. Nee, jetzt nicht im Deck. Ich habe gedacht, also ist besser. Der Waldbeschützer. Ja, Orbok versucht halt jetzt hier noch halbwegs zu überleben. Ne? Ah. Aber er schafft es halt auch immer wieder irgendwie nur so um zwei Punkte. Und dann kommt wieder ein Swarm-Boost. Das ist schon bitter. Aber dein Glasti ist jetzt auch nicht so wirklich geil, muss man sagen. Ja, den habe ich ja für die nächste Runde. Den will ich ja diese Runde gar nicht ausspielen. Darum benutze ich jetzt halt auch die ganzen Boost-Karten, weil Glasti nächste Runde ist halt dafür da dann. Ne? Boom, ein Punkt in Führung wieder. Ja, kann jetzt noch einen Goliath rausholen. Warum habe ich den Goliath rausgeholt? Ich glaube, weil du nichts mehr hattest wirklich, oder? Wahrscheinlich. Ich meine, du hast ja gesehen, dass ich... Ja. Ich meine, Triss wollte ich für auch nächste Runde aufheben, um vielleicht das Nest zu kriegen. Ja, und die Harpier auch vielleicht, um die Bindung zu kriegen? Kann sein. Ich hätte natürlich auch die Harpier ausspielen können. Aber gut, ist jetzt auch... Jetzt habe ich so überlegt, ich könnte auch jetzt die Harpier benutzen. Spiel aber Triss. Oh nein, Triss ja, muss Triss sein. Aus. Du kriegst sogar das Nest. Ja, Triss hat wahrscheinlich eh nicht die hohe Chance, mir was Gutes rauszuholen. Warum habe ich Triss benutzt? Knochentalus war trotzdem die beste Karte. Jetzt gehe ich raus, oder? Es wäre insane, hier noch drin zu bleiben. Ich glaube, du gehst noch all in. Nein. Ich weiß gar nicht, warum ich unbedingt... Also ich habe jetzt halt wirklich meine besten Karten auch in der Runde mit rausgehauen, ne? Ich hätte gar nicht so viel. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich habe jetzt bestimmt keine guten Karten mehr im Deck. Du hast noch den Gord. Den Gord habe ich noch, ja, das stimmt. Ja, aber ich habe leider. Oh. Kriegen sogar die Bindung. Und weißt du, was auch das Schönste ist? Wir können die Bindung auch relativ gut nutzen. Du hast keine Zwerge mehr. Mhm. Ja, der Angriff gegen Zwerge ist jetzt nicht unbedingt so prall. Warum behältst du die Karte? Warum legst du den Morbid? Du hättest doch die Nachterscheinung rausholen können, damit den Harpien fressen können. Und dann hättest du sechs Bestien gehabt mit Morvo 12 Punkte. Warum denkst du, dass die natürliche Selektion... Man merkt, glaube ich, dass Ober... Also auch bei Heller Lieber macht diesen ganzen Herausforderungen, weil mein Gehirn auch einfach irgendwann so kaputt. Irgendwann war halt auch bei mir irgendwie Schluss. Oh, das ist der Hansi. Ach, mal, deswegen habe ich natürlich Auslese behalten. Jetzt weiß ich es wieder. Das ist doch so kacke, ey, wirklich. Genau wegen Hansi habe ich die Wahl. Jetzt mal Anführerfähigkeit auf ihn benutzt. Ja. Stimmt, jetzt macht das alles wieder mehr Sinn. Er hat noch den Hansi und ich habe noch mit dem Hansi gerechnet. Aber nein, ich muss die unbedingt auf den. Ne?
Das ist wichtiger. Mhm. Das ist wichtiger, das im Leben. Jetzt triff mal bitte eine Einser. Schieße ich überhaupt schon? Ich glaube, ich schieße noch nicht. Das wäre ja bescheuert. Nicht schießen. Aber jetzt auch das Ei treffen können in der nächsten Runde. Ja, stimmt. Ah. Ah, das ist kein Zwerg mehr. Ein Donner hast du noch. Mm. Mann, ist das gut. Mm. Das Problem ist, ich kann das Ei auch gar nicht mehr fressen. Ne? Ich nehme jetzt quasi. Ja, gut, aber ich habe noch eine Karte und ich sehe, was du auf der Hand hast. Du hast noch einen Gord, ich habe noch meinen Anführer, du hast sogar einen Deckel. Du hast gar nicht den Gord gezogen. Was? Richtig kacke gezogen. Ja, ich habe noch einen Glassi ausgespielt. Also, ich hätte auch mit dem Glassi 6 Punkte mehr haben können. Ne? Also, 6 Punkte. Ja. Aber gut, es war halt schon. Ich glaube, der Elsur in der ersten Runde hat sich gekillt, weil ich da noch einfach passen konnte. Und dann der Push lief auch nicht wirklich so gut für dich. Ich frage mich aber auch, ob ich beim Push jetzt unbedingt noch meine besten Karten raushauen wollte. Oh, das sieht man, muss aber auch sagen, wir haben, glaube ich, zwischen dem Duell haben wir die ganze Zeit geredet. Ne? Und deswegen waren wir wahrscheinlich ein bisschen abgelenkter. Sobald man halt redet und nicht nur spielt, ist man halt abgelenkter. Ne? Und ich wollte es sogar noch. Ich wollte reden, aber ich weiß nicht, ich wollte. Ja, aber schönes Ding, muss ich sagen. Du hattest sehr gut gezogen. Ich hatte ich habe wirklich richtig gut gezogen. Es ist die beste Hand, die ich jemals mit dem Deck gezogen habe in der ganzen Herausforderung. Konntest verschwenderisch sein mit den Punkten. Ja, also man hat es ja gesehen. Ich habe einfach zweite Runde, dachte mir, 20 Punkte mit mehr als 2 Runden ist drin. Das spielen wir alles aus. Nein. Also ich habe da, glaube ich, ein bisschen viel rausgehauen. Ja, aber ja, wie gesagt, also ich habe auch nicht so gut gezogen, muss ich auch dazu sagen, sonst hätte ich auch einen Gord irgendwie gehabt. Aber irgendwann. Ich glaube, selbst der Gord hätte dich nicht gerettet, oder? Also sagen wir mal, mit 10 Punkte mehr hätten es nicht rausgerissen. Ich hätte Hansi retten können, das hätte auch schon ein bisschen was ausgemacht. Ja, aber du hattest auch nicht mehr so viele Zauber, ne? Du hattest danach noch einen Feuerwerker. Und einen Donner. Ja, nee, den Bäckers. Und den, ja genau. Also ja, Hansi. Hansi hätte 3-mal schießen können. Ja, schade. Wenn du Hansi vielleicht gehabt hättest und einen Gord statt dem Feuerwerker, dann hättest du es geschafft. Vielleicht sogar. Mhm. Weil ich in der zweiten Runde so viel rausgehauen habe. Aber ja. Schade. Aber ich habe natürlich jetzt dazugelernt. Das sehen wir beim nächsten Spiel. Okay, dann gehen wir mal ins nächste Spiel rein und gucken, was Orwok so dazugelernt hat. So. Nächste Runde, nächstes Glück. Dieses Spiel ist schon wieder mit deinen Squad-Helden. Weil ich dazugelernt habe. Und ich will jetzt das Wissen. Jetzt hast du allerdings den Blue-Coin. Man muss allerdings auch sagen, ich glaube, Squared Hell ist gegen Monster nicht mal unbedingt die beste Fraktion. Ich glaube, da haben die immer noch teilweise ein paar kleinere Probleme. Probleme, ja. Aber ich muss mit dem Kopf durch die Wand und habe mir gesagt, komm, das Potenzial des Decks. Das haben wir noch nicht gesehen. Al'Sur, der wird noch kommen. Al'Sur wird noch seine Magie zeigen. Mhm. Ach ja. Aber ich hab ja dazugelernt, also nicht einfach so rauszufeuern, wenn der Gegner die Möglichkeit hat, einfach zu passen. Ja. Da bringt der Sieg in der ersten Runde auch nichts, wenn man dann schlecht pusht. Ja, du spielst gegen das Kiki-Deck, mit dem ich jetzt noch den Sieg fahren muss. Und der fängt sogar mit dem Hansi an. Ja. Ja. Weil du überhaupt gar keinen Angriff in dem Deck hast, ne? Es tut mir leid, ja. Das ist super. Da muss ich nicht mal auf eine natürliche Auslese achten. Das ist großartig. Hat sich nicht eine natürliche Auslese in dem Deck trotzdem drin? Ich glaube nicht. Aber das Hansi und Wissner finde ich schon ein hartes Commitment für die erste Runde. So. Ja, muss ja gewinnen, ne? Das ist hartes Commitment. So, dass man so beste Karten hat, das ist in unserem Feld halt der Jigen. Ich weiß ja, wenn ich verliere, die erste Runde sieht schlecht aus. Ja, es sei denn, du hast noch deine Top-Karten, dann könntest du auch eine lange Runde vielleicht gewinnen. Das wäre möglich. Ja. Das war auch die Rüstung. Guck mal, da trifft ein Schild. Also sogar ein jetzt schon auszuspielen, weil, nee. Wenn du die ganze Zeit die Rüstung triffst, so. Wenn ich hierhin zu spät ausspiele, ist der weg. Außerdem hast du ja sowas wie Donner. Das stimmt. So mit 7 Rüstungen würde Donner und Hansi schon ausreichen. Ja, das stimmt. Da hab ich mir gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich auf der Hand habe, ehrlich.
zumindest nichts, was Higgins sofort wegräumen kann. Oder, nee, Becker spielst du nicht, ne? Wieso spielst du eigentlich den CR-Spiegel anstatt den Felsrutsch? Hab ich doch beides drin. Ah. Ich hab beides. Wieso spielst du ohne Gerechtigkeit? Weil ich also drin hab. Ich weiß auch nicht. Aber, ja, der Hansi, der wird hier einfach auf 4 Punkten gelassen. So eiskalt, so kann ich nicht wegrollen. Ja, easy. Aber ich ziehe ihn trotzdem von den Punkten ab, gerade noch. Ich bin mit 9 Punkten in Führung. Nächste Runde kommt noch ein Ei raus. Wir haben ein paar Gästen. Ich kann Yigi fressen. Das ist auch wieder ja. Keine schlechte Hand, muss man sagen. Ja, ja, also schon allein durch die Bindungsharpien. Wir haben Kiki und Uniromant hier, was schon mal relativ hilfreich war, dadurch, dass wir dann einen Jigen rausziehen. Jetzt kommt der Döner, ne? Aber du hättest du den Jigen gedönert, wäre der weg gewesen. Ja, das kannst du natürlich nie wissen vorher, ne? Ich bin ja auch, ich weiß ja auch, dass du den fressen könntest, wenn er nicht trifft, zum Beispiel. Ja. Das ist ein hohes Risiko und ich bin es nicht eingegangen, wann. Oh! Warum fressen immer die guten Karten die Hitzewelle? Jetzt ist der High Vampire weg. Warum? So, jetzt kannst du den Jigen halt rausnehmen. Jetzt ist er weg. Ah, Gott. Guck mal, oh, die Punkte, ey. Oh. Ja, wenn du schon so viele Zauber gespielt hast, dass du wissen, ob 14 Punkte ist. Aber ich bin ja trotzdem nicht wirklich sehr weit hinten. Ne? Ich kann immer noch ein paar Gäste, kann immer noch das Ei auslösen. Das heißt, bei Gästen gibt mir eigentlich 11 Punkte. Boah, und dann zur Not hätte ich immer noch einen Auswähler oder so. Das ist hart. Das wird schon nicht. Das ist hart. Nicht so angenehm. Nicht so angenehm, wie man glauben mag. Monster machen einfach sehr viele Punkte. Das ist die Spezialität von Monster, aber dafür haben sie keinen Angriff, ne? Ich bin mir aber auch nicht sicher, warum ich die Hitzewelle nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher, warum ich die Hitzewelle auf den Higher Vampire gepackt habe. Ich glaube, weil du sonst gewusst hättest, dass vielleicht diese Runde knapp wird, ne? Ja, aber du hättest ja zum Beispiel mit dem Hundchen nicht nochmal fressen können, ne? Es sei denn, ich hätte Dominanz bekommen. Ja, wie? Würde ich Jigen fressen mit dem Hund, habe ich Dominanz, weil ich stärkste Einheit hätte. Ich hätte die Jigen auch mit der Hitzewelle wegmachen können, das meine ich. Hätte einen Nachteil. Wäre vielleicht besser. Ich hätte zwar die erste Runde gewonnen, aber ich musste halt leider den Auswähl noch benutzen. Aber es war wichtig, die erste Runde zu gewinnen, weil gegen Gord kurze Runde mit Kiki wird härter. Mhm. Also von daher bin ich es eingegangen. Damit es sich einfach mehr lohnt. Ja, jetzt brauche ich Insekten, ne? Ein Carrot-Tier wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, aber hauptsächlich Insekten. Bumsbrecher ist kein Insekt. Stimmt. Bees kann man noch nehmen. Die Eier waren Insekten. Ja, aber ich bräuchte dann auch was zum Auslösen. Das stimmt. Also ich ziehe auf mein Krabbspinnungetüm ab. Ne? Wieso haust du jetzt den Xavier raus, wenn ich passe? Was hattest du noch auf der Hand? Das habe ich mich wirklich gefragt. So. Ich hatte nur Goldkarte auf der Hand, glaube ich. Ja, aber welche, das sind Xavier, wahrscheinlich auch ein paar Zauber, oder? Ja, genau. Azur, Gord, Beckers. Das kann sein, ja. irgendwas, was ich. Ich würde den nicht einfach leichtfertig ausspielen, um das, die Runde das zu. Das habe ich mir schon vorgestellt. Da dachte ich so, oh shit, Alter, die Hand muss gut sein. Ja, wir haben leider Karen hier nicht gezogen und unseren Behemoth haben wir auch nicht gezogen. Also. Da, Bumser weg. Ne? Beast weg. Ich meine, Beast wird sehr schnell bei dir einfach sterben, ne? Du kannst natürlich Karantier immer noch mit Uniromantier rausholen, ne? Aber ich Bergarbeit, Alter, Premium. Hätte ich gerade gebrauchen können. Ich weiß sogar gar nicht, ob ich das gemacht habe, weil das Problem war, glaube ich, eher bei mir, lohnt sich das, ne? Weil ich habe jetzt die Eier, ich habe jetzt sehr viele Insekten, die swarmen können. Warum habe ich eigentlich auch die Larven in. Okay, ja, kümmert sich schon mal um eine. Der böse, böse Japen. Ich glaube, das Problem, was ich auch hatte, ich hatte ein bisschen zu viele Insekten jetzt tatsächlich.
Da ist der Azur wieder. Hm. Der, der geile Premium Azur, ey. Schon ein paar ganze Insekten. Das ist, glaube ich, das Problem, was ich hätte mit Quarantier und so, wäre, dass ich dann in der ersten Reihe nicht mehr genug Platz hätte für alles, oder? Also ich könnte natürlich auch Kiki ausspielen und Kiki nochmal auslösen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Quarantier benutzt habe. Ich glaube sogar gar nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Lass uns überraschen. Come here. Come get a heart, a bear hug. Ach, guck mal. Oh. Don Saro, vielen Dank Follow. Für den Twitch-Follow. Von vor einem Monat. Über einen Monat eigentlich. Anything in particular interesting? Und da ist. Da ist der Regis. Boah. Und da kommt nochmal der Francis raus. Ich meine, Francis ist eigentlich noch in Ordnung, ne? Der ist okay, aber der. Der Regis, ja, Regis 20%ige Chance, genau wie Speerspitze. In der Runde, wo du nicht brauchst, okay, ich hole Kevin hier sogar raus. In der Runde, wo du nicht brauchst, kriegst du die Speerspitze. In der Runde, wo du die bräuchtest, kriegst du den Regis. Ja, super, oder? Worth it. Premium. Einfach nur worth it. Da sieht man, hat sich eigentlich schon gelohnt von den Punkten, muss man sagen. Also, aber die, naja, die Kompromisse, die man eingehen muss, um den da ins Deck zu packen mit den teuren Zaubern. Ja. Ja. Also Uniromati geht schon, aber so, ja, Doppelspiel hat er jetzt auch nur wieder ein Feuerwerk rausgeholt, ne? Ich glaube, du hattest nicht so die besten Doppelcross-Cards hier. Ja, richtig, also die ist ja auch eigentlich dafür da, dass ich da meinen Also rauskriege, wenn ich ihn nicht ziehe. Die ist jetzt nicht unbedingt da, um Also auszulösen, tatsächlich. Oder einen Japan, aber du ziehst immer zu gut. Ja. Apropos Japan, guck dir diesen Zwerg an. Der ist heftig gebufft. Jetzt habe ich mir so gedacht, so, shit, Alter, wir spielen erstmal das Nest hinten aus, weil ich habe vorne keinen Platz mehr. Du hast als kalt nichts weggehauen vorne. Und jetzt könnte ich halt noch nächste Runde, könnte ich immer noch die Kiki hinten ausspielen, könnte beide Kikis auslösen. Vorne sogar zweimal, wenn du mir vorne jetzt die Kiki nicht wegnimmst, ne? Ja, ich kann ja nicht so doof gewesen sein, hab jetzt kein Removal mehr, weißt du? Also. Have you met oh. Das auf die Kikis. Und noch eine Vierer. Ja. Also Azur, wenn man es so technisch gesehen nimmt, hat Azur die 18 Punkte plus 3 Handbuffs gesorgt. Also eigentlich so 21 Punkte. Wenn er auf dem Feld bleibt, ist er immer noch eine starke Karte, ne? Aber das Problem ist eher, dass man ihn vernünftig ausspielt oder dass er nicht weggehauen wird, ne? Bei Monstern geht es zwar noch, ja. Aber ja, der Gord 17 Punkte und 2 Buffs bekommen oder so. Aber wir haben auch den Bumsbrecher, der natürlich noch eine Drohne weghaut im Nahkampfbereich, dass wir einen Punkt weniger kriegen, aber wir können trotzdem 2 Punkte. Also ich würde schon Azur nicht unterschätzen, ne? Er kann trotzdem ganz gut Punkte machen, aber er ist jetzt auch nicht so der Gamechanger, sag ich mal. Nee, hat man jetzt hier gesehen, hätte ich einfach eine Speerspitze gekriegt, hätte ich gewonnen. Irgendwas anderes. Ja, ich meine, die Chance auf Regis ist, glaube ich, 1 zu 5. Das heißt, egal, welche andere. Wobei hättest du. Naja, aber selbst Kaitulis wäre gut für dich gewesen, ne? Weil ich hatte mehr Einheiten auf dem Feld. Ja. Also hättest du einfach nicht die 20% mit Azur getroffen, hättest du mit Azur diese Runde gewonnen, ja. Ja. Oh, das ist so ärgerlich. Aber darum ist Azur halt auch. Ist es eine Glückskarte, ne? Darauf sollte man sich nicht verlassen. Ja, richtig. Aber war funny tatsächlich. Also Azur auszuprobieren. Habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Der hat dich so abgeschreckt in dem Duell. Es war so wichtig. Und ich bin leider nicht dazu gekommen, meine skellige Piraten zu spielen. Ich glaube, die hätten sogar ziemlich gut gegen die Monster verfahren können, gerade gegen die Kiki. Ja, also alles wegmachen einfach. Ja. Die ganzen kleinen Sachen wegmachen. Aber ja, ich wollte unbedingt, weißt du, ich wollte unbedingt damit gewinnen. Und es hat mich, ja, hat mich reingeritten. Möchte ich fast sagen. Aber dann stehen die Monster zum Ende zum Glück gar nicht mehr so schlecht da, wie sie am Anfang da standen. Nee, richtig. Die haben jetzt auch mal was geholt, ne? Also nein, sie haben schon mal 2-0 gewonnen. Gegen Primaximus haben wir ja auch schon mal relativ gut sich geschlagen. Aber die Monster erste Folge und dann direkt nur 2. Da dachte ich schon, die Decks sind ein bisschen zu schlecht. Aber ja, die Decks, also Monster finde ich immer noch leichter zu schlagen. Ich meine, du hättest sie auch schlagen können.
Ich glaube, sogar Primaximus hätte sie auch schlagen können. Nur wir brauchen halt auch eine leichtere Fraktion, ne? Ja, klar. Ich bin aber, wie gesagt, beim zweiten Spiel bin ich mit der Hitzewelle nicht zufrieden gewesen. Das war... hätte ich auf den Jägern machen müssen. Ja, aber dann hätte ich mit dem Higher Vampire eigentlich mehr Punkte gekriegt. Nee, du hättest ihn nur einmal fressen können, jetzt im Nachhinein gesehen. Ich hatte doch mein Wissen in Quadrupel-Punkten. Da hatte ich nicht noch die Harpie und den Bargästen? Nee, du hattest nur den Bargästen erfahren. Nee, aber ich habe doch noch mit der Harpie nochmal ein Ei erschaffen. Nee, das war eine andere Runde. Da habe ich was. Ich kann auch mal ganz kurz nachgucken, weil ich habe ja. Zweites Spiel. Ich habe ja The Power of Videoaufnahme. ich hätte. Wo war das? Wo hast du Hitzewelle benutzt? Zweites Spiel. Erste Doch, ich Runde. Hätte noch eine Harpie und ein paar Gästen auf der Hand. Also, ich hätte den High Vampire zweimal fressen können. Beides? Ja, ich habe noch beides. Oh, okay. Dann sage ich nichts. Also war nicht so verkehrt, aber wäre wahrscheinlich trotzdem die bessere Wahl gewesen. Aber der Auswahl jetzt am Ende, also der 14 Punkte Auswahl für 2 Punkte, die ich gebraucht hätte, war jetzt auch natürlich nicht so Premium. Ja, richtig, genau. Also hatte ich das natürlich sehr hart getroffen. Ja, sonst, ich glaube, sonst hätte ich da nicht groß was anderes machen können, ehrlich gesagt, beim zweiten Spiel. Da hatte ich am Ende einfach nur richtig großes Also-Pech, ja. Aber so ist das manchmal, ne? Spielt schon gegen die Fraktion, die ihn als einzige nicht so weghauen kann und ja. Und versagt er trotzdem. Ja, aber das erste Spiel habe ich weggeworfen, weil ich also so früh gespielt habe. Ich war so aufgeregt, weißt du? Der wollte unbedingt aufs Feld. Der gute Azur. Ja. Naja, aber das war wirklich eine schöne Idee, tatsächlich, Fraktionsherausforderung. Kann man nochmal machen, denke ich. Ja. Was sagst du dazu? Ja, kann man nochmal machen. Wird nur. Es war eine Menge Arbeit, das ganze Zeug zu machen, ne? Das glaube ich. Allein das Nachsprechen kostet ja auch unfassbar. Also, vor allem, das war halt auch so am Anfang, war es so schlimm. Ich bin relativ froh, dass halt kein Teilnehmer sehr weit gekommen ist, ne? Weil ich glaube, wäre jeder ein Arno gewesen, dann wäre das weitaus stressiger für mich gewesen, weil wir hatten ja bei manchen Teilnehmern Gefahr, so mal so 2-3 Spiele, ne? Was an sich nicht verkehrt ist. Aber die alleine schon diese 2-3 Spiele haben ja schon knapp eine Stunde gedauert. Oder sagen wir mal so 40 Minuten. Oder 30, 40 Minuten. Und wenn die Leute weitergekommen, so wir hatten ja teilweise 2 Teilnehmer an einem Tag, weil wir es halt in einem 2-Wochen-Raum gemacht haben. Ja, ich glaube, bei der nächsten Herausforderung, also wir haben uns entschieden, das Ganze ein bisschen leichter zu machen, wahrscheinlich beim nächsten Mal. Dass die Leute sich mehr Decks mitbringen können, dass sie halt mehr Optionen aufs Tacken haben. Natürlich dann mit einer neuen Meta, mit den neuen Karten jetzt. Ich weiß noch nicht, wann das Ganze passieren wird. Wahrscheinlich erstmal so, ich sag mal so im März rum vielleicht. Und jeder kriegt quasi noch ein extra Leben, aber wir werden noch einen Herausforderer pro Tag machen. Okay. Weil sonst wird das zu hart. Man hat ja schon teilweise gesehen, also bei Arno ist, oder bei Overwatch kann man auch schon langsam so, weiß ich nicht, habe ich quasi auf den Tisch gesabbert, weil ich dann irgendwann nach einer Zeit so kaputt war mit dem normalen Stream noch dazu und dann noch die Fraktionsherausforderung aufnehmen und dann nochmal alles wieder einsprechen und alles nochmal rendern und oh. Also es war schon, ja, stressig. Aber ist auch lustig gewesen, denke ich mal. Ja. Die ganze, also ich finde die UU-Geschichte sehr schön und bin ganz froh, dass wir nicht so viel UU gesehen haben. Hat man echt mal andere Sachen gesehen. Ja, außer die Leute, die halt jetzt UU-Decks nicht unbedingt hatten und UU lieber gespielt haben. Also dafür war die ja auch da, ne? Ja, ja, klar. Aber ich bin, wie gesagt, ganz froh, dass wir da nicht nur UU gesehen haben, ne? Also, das ist schön. Also, ich habe damit gerechnet, dass wir mehr UU sehen, ehrlich gesagt. Aber ja. Ich habe eigentlich gerechnet, dass die meisten nur UU spielen wollen. Das habe ich mir wirklich gedacht, weil die Meta war ja da schon so ein bisschen bestanden. Ich finde es aber... Ja, hätte ja sein können... Würde einfach gewinnen wollen, weißt du? Ich fand es aber auch schon, ja gut, dann ist UU aber vielleicht auch nicht das Richtige. Ich fand es aber auch schön, dass sich UU so die eigene kleine Meta gebildet hat. Also UU, Vorräte, Killer. Ja, das Deck hat, glaube ich, einmal verloren, oder? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, dein Top-Deck ist aber trotzdem Nilfgaard. Schwer zu sagen. Oder? Ich möchte fast sagen, dass bessere Spieler gegen die Nördlichen gespielt haben auch.
Also wir hatten ja schon allein Nott mit seinen legendären Schubrunden gegen die Nördlichen, was sehr knapp war. Ja. Anno ist jetzt an den Nördlichen gescheitert, der zwei andere Fraktionen geschlagen hat. Schwer das stimmt, zu sagen. Ja. Also ich glaube, die Nördlichen waren sogar die Endgegner-Fraktion so. Das Lustige ist sogar, niemand hat Skellige herausgefordert, aber weil Skellige hatten wahrscheinlich die meiste Angst, aber Skellige waren im Underuse, glaube ich, mit die schlechteren Decklisten auch. Skellige war der Endgegner, deswegen haben wir ihn nicht gesehen. Niemand wollte gegen Skellige spielen, aber ich glaube, die Skellige-Decklisten, weil ich hatte nicht so eine, also ich habe jetzt nicht einfach eine Kriegerliste gespielt ohne Harald drinne, sondern ich habe wirklich da versucht, eigenständig Decks zu bringen und die waren nicht wirklich so toll. Also wir hatten einen Draco-Tötel-Priester Jutta-Ruhmesglanz-Deck mit Wiederbelebung. Mhm. Muss man halt gucken, wie die Decks ausgegangen wären. Das ist immer schwer zu sagen, ne? Weil niemand dagegen gespielt hat. Aber ich habe tatsächlich so gesagt, also Monster war auf jeden Fall eine schwächere Deckliste. Syndikat hätte ich als schwächere Deckliste hingestellt, zumindest die eine. Skellige, Squirt Hell waren eher so ein mittleres Ding und ich würde fast sagen, Nilfgaard und Nördlichen waren mit die härteren Listen. Mhm. Würde ich auch sagen. Reibt mir halt noch Salz in die Wunde, ey. Das heißt jetzt aber nicht, dass nur weil du bei einer schlechteren Fraktion rausgefallen bist, dass du halt nicht gut gespielt hast. Das war halt auch, die schlechteren Fraktionen können böse sein. Ja, ich habe ja auch ein richtig beschissenes Deck gespielt, muss man auch sagen. Ne? Also, ja, als Hua. Im Nachhinein. Ich hatte auch nicht viel Zeit, das Deck zu die Decks vorzubereiten, weil ich das immer vor mich hergeschoben habe. Und das ist das Deck, was ich, glaube ich, am wenigsten getestet habe. Ja. Nun. Der Kater spielt ja gerade am Stift rum. Ich hoffe, das hört man nicht so laut. Jetzt geht er weg. Jetzt haut er den Stift vom Tisch und geht weg. Aber was würdest du denn beim nächsten Mal für Einschränkungen bei den UU und OU Sachen machen? Oh, also beziehungsweise bei den UU. Schwer zu sagen. Schwierig. Ja, was ist jetzt... Es kommt auf die Meta an. Weil das Ding ist halt auch, manche Karten ohne den Anführer sind auch gar nicht so gut, ne? Also was man jetzt zum Beispiel so sagen könnte, so aktuell, so wie ist wie ohne unermesslichen Hunger? Ich meine, er wird wahrscheinlich immer noch eine starke Karte sein, aber ich denke, bis die Fraktionsherausforderung kommt, wird er genervt werden. Und die Decks, die dann halt wirklich gut sind, kannst du immer noch ins OU schieben, ne? Und dann ist es halt wirklich schwer zu sagen, was ist... Ich glaube, das Schwierigste ist sogar, ich denke, es wird ein paar mehr Regulierungen geben im Underused, dass man es vielleicht noch ein bisschen einzigartiger hinkriegt. Ich habe mir sogar vorgestellt, dass man sowas wie die Hexer, also wenn Gesras so bleibt, wie er aktuell ist, dann wird er wahrscheinlich im Underused auch auf jeden Fall 100%ig eine gebannte Karte sein, weil der ist einfach zu gut. Mhm. Dasselbe gilt wahrscheinlich für Anagrad, vielleicht auch für Erland, aber es ist wirklich schwer zu sagen, was man da wirklich bannen soll. Ja, vielleicht kannst du ja da, du hast ja jetzt Szenarios gebannt und dann einfach noch ein bisschen Evolutionskarten, vielleicht machst du einfach noch die Haupthexer dazu. Und wie, ja. Und Reiler. Also auch die Haupthexer und die anderen. Nee, aber weil wie ja sozusagen der Haupthexer der Monster ist. Ja, und Reiler, die von den Salamandern. Stimmt, ja, Reiler ist ja die, ja. Genau, die könntest du dann zum Beispiel bannen. Eventuell. Nilfgaard, ja. Aber oh, Ivar, den würde ich sowieso nicht spielen, nicht mal Malayus. Ja, das ist halt, ja, guck mal. Die UU-Challenge ist, dass von der Erweiterung sehr viele Karten gebannt sind, außer bei Nilfgaard, da muss man die neuen Karten spielen. Das ist der Nerf für Nilfgaard. Das ist nämlich auch das Problem, Nilfgaard ist momentan relativ stark, so mit den alten Karten, weil da viele Buffs bekommen haben. Da müsste man vielleicht auch mal gucken, dass man Echo-Karten, waren auch mal eine Überlegung, dass man die Echo-Karten auch rausnimmt, ne? Also quasi Neuromantie, okay. Amphibischer Angriff, Gabe und so, die ganzen Echo-Karten, dass die auch halt rausfliegen aus dem Underused. Ja, aber besonders die Nilfgaard-Echo-Karte, die ist richtig unfair. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber auch so Karten wie Neuromantie oder Amphibischer Angriff sind halt sehr hart, ne? Ja. Aber dann wird es halt auch mit dem Dickball. Dann müssen wir mal gucken. Wir müssen erstmal warten, wie sich der Patch entwickelt. Wie gesagt, wir werden sowieso warten, bis das alles... Aber mit dem Deckbau ist es doch egal. Also wenn jeder die gleichen Voraussetzungen hat, dann können sich auch alle gleich beschissene Decks bauen. Also. Ja, aber es soll auch darum gehen, dass es halt möglichst versucht wird, so halbwegs balanced hinzukriegen, ne? Ja. Also ja, wenn du zum Beispiel zu viel rausnimmst, dann eine Fraktion ist extrem kacke, ne?
Stimmt, das kann natürlich sein, wenn du zu viel Thinning rausnimmst oder was auch immer. Oder also wenn du jetzt zum Beispiel so Echo-Karten sperrst, was könnt ihr damit Probleme kriegen, ne? Nördliche ohne, also... Nördliche? Ja, nördlich, also der amphibische Angriff bei Vorräten, der hat schon gecarried teilweise. Du kannst nicht mehr bei Monstern im Prinzip die so gut die... Ja, wobei doch, du kannst auch noch andere Frostkarten spielen, um die Königin rauszukriegen. Das geht schon. Ich habe gerade Echo ist aber, ja, nee. Echo ist ja wieder... Wobei, ja, das ist halt wieder so, muss die Monster-Echo-Karte blockiert werden? Ich meine, die ist halt im Vergleich zu den anderen Echo-Karten sehr schwach, ne? Du könntest natürlich auch einfach sowas wie eine Bannerlist machen und dann, ja, ausgewählte Karten. Einfach mal, bannen. Aber das wäre halt dann zu RNG-lastig, alle Tutor-Karten bannen. Okay. Nee. Aber wie gesagt, so eine Bandit-List vielleicht, wo du wirklich ausgewählte Sachen bannst, die zu stark sind. Ja, dann sind so wie kriegt eine Fraktion halt mehr Bans ab als die anderen vielleicht. Aber es ist dann vielleicht auch gerechtfertigt, weil zum Beispiel bei Squirtle kannst du ja so viele Anführerfähigkeiten spielen und jedes irgendwie gut, ne? Ich habe auch überlegt, ob es dann vielleicht nötig ist, dass man 4 Anführerfähigkeiten bei Squirtle ins Overuse schiebt, weil die können momentan Präzisionsschlag spielen, die können Elfen spielen, die können Guerilla Tactics spielen, die können... Wie hieß die andere Anführerfähigkeit nochmal? Arcana Geschichte? Nee, die kann man ruhig im anderen spielen. Okay. Aber wie heißt die andere denn nochmal? Bewegen, Präzisionsschlag, Elfen und. Ja, guck mal, aber wenn du Bewegung, wenn du jetzt die Haupthexer wegmachst, dann ist Bewegen auch nicht mehr so geil. Naja, weil doch, die normalen Hexer plus die Dolblender verwachen machen schon ordentlich Punkte. Macht aber hier dein nördliches Deck auch. Ja, aber da kannst du zum Beispiel noch die Bogenschützen bewegen und den Verteidiger. Hat man ja gesehen. War ja nur, hat man ja gesehen bei deinem Visigotha. Aber wenn du den halt bewegen kannst, den Nahkampf, dann ist halt auch vorbei mit dem, ne? Und es könnte Squirtle mit Bewegung machen. Das stimmt. Wenn du Bewegung spielst. Ja, ist wirklich echt schwer zu sagen. Also da muss man auf jeden Fall wieder so sich ein bisschen vorher ransetzen und gucken, was dann halt zum aktuellen Zeitpunkt gebannt werden müsste und was nicht. Wir haben es diesmal relativ flach gehalten, was aber auch vielleicht nicht wirklich so verkehrt war. Beim nächsten Mal müssen wir ein bisschen mehr rumexperimentieren. Gucken wir mal. Richtig. Ich denke mal, im März sieht die Geschichte auch wieder ganz anders aus. Da wird das alles schon ziemlich gebalanced sein, wahrscheinlich. Von der Meta eventuell. Ja, muss man mal gucken. Oder sie bringen dann im März neue Karten rein, ne? Und dann ist wieder alles. Das ist halt das größte Problem. Du musst halt einen Zeitraum finden, wo du Zeit zum Spielen hast, die Meta relativ stabil ist und sie wenig Änderungen gemacht haben, dass du schon ungefähr weißt, was gut ist, was nicht so gut ist, was man gebannen kann, was man nicht bannen kann. Und dann dürfen auch keine neuen Sachen dazukommen. Ne? Ja. Also es ist, du hast da wirklich, dadurch, dass sich halt Gwent jeden Monat verändern kann, ist es in dem Zeitraum, wo du halt die Pläne machst, sehr stressig. Alles klar, zweite Challenge confirmed für den 11. Februar. Ja, weiß ich nicht. Nee. Ich glaube, da. Oder? Ja, weiß ich nicht. Nee. Ja. Müssen mal gucken. Vielleicht März, April, vielleicht aber auch erst im Sommer. Ja, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich eine zweite Herausforderung geben. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da genau. Haben wir ein bisschen Spielraum, sag ich mal. Mhm. Gut. Ist schon wieder so spät. Was? Ja, nein, auch danke. Oh, aber wir bereiten uns quasi auf Silvester vor. Genau, richtig. Wir üben schon mal. Ja. Wach bleiben. Wach bleiben, komm schon. Einfach ab jetzt bis Neujahr. Ja, auch 24 so. Stunden Stream. Und dann so, hey, froh. Gut. Ja, ich bedanke mich nochmal, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich bedanke mich, dass du dabei warst, weil es war ja wirklich mal eine sehr lange Aufnahme. Das stimmt. Frau hat schon mit Scheidung gedroht. Du kannst mir auf jeden Fall gerne wieder fragen, ob ich ja sage, sieht man dann? Ja, ich versuche beim nächsten Mal auch vielleicht ein bisschen Abwechslung mit reinzukriegen, vielleicht mit ein bisschen anderen Co-Kommentatoren. Ja klar, man kann ja auch switchen einfach, ne? Ja, dass man so immer vielleicht mal jemand anders dabei hat oder so. Stimmt. Vor allen Dingen bei den Spielen, wo man dann selbst gespielt hat. Ja.
Und dann gucken wir mal. Dass die Leute dabei hat eventuell. Das wäre auch cool. Die Bock haben. Gut. Naja, das war das Ende der ersten Season der Herausforderung. Jetzt gibt es nochmal die Hall of Fame für knappe 10 Minuten. Da könnt ihr gucken, wer alles dran teilgenommen hat. Aber ja, es wurden tatsächlich 3 Fraktionen nur besiegt. Von wie viel Teilnehmer hatten wir jetzt? Moment, da müsste ich mal ganz kurz nachgucken. Ich schätze, es waren bestimmt 10. Es waren sogar mehr als 10. Wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Verdammt! Ich habe mich nicht mitgezählt. 11 Teilnehmer und wir hatten 3 Siege. Ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, wird es ein bisschen leichter. Dann könnt ihr auch ein bisschen mehr Decks bringen, habt ein bisschen mehr Auswahl. Und was wir dann alles bannen, müssen wir tatsächlich mal gucken. Ja. Oder wir machen nächste Season, ist die bei Overwalk. Dann müsst ihr gegen Overwalk spielen. Ja, da müssen wir nichts ändern dann an dem Schwierigkeitsgrad der Decks. Da dürft ihr nur ein Deck mitbringen. Ihr müsst aber 3 Fraktionsdecks besiegen. Easy Game. Gut. Ja, wir gucken mal, wie wir es machen. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal dann, ne? Ja, haut rein. Bye, bye. Jetzt hätte ich fast auf den falschen Knopf.